So, willkommen zurück zu Tomb Raider 1. Wieder mal mit zwei Gästen dabei. Ja, ich bin wieder dabei. Und ich natürlich auch, der The Life Boss alias T-Life. Und das ist prima. Und das ist Tomb Raider. Da sind wir dabei. So, wo waren wir denn stehen geblieben letztens? Ach ja, genau. Bei künftigen Projekten. Stimmt, ja, bei den zukünftigen Projekten bin ich stehen geblieben. Ja, es wird so sein, also wenn ich mit meinen jetzigen, die ich ja jetzt im Moment offen habe, fertig bin, werden auch wesentlich geilere Projekte kommen. Zum einen Hunting Ground, den ich in dem Fall auch let's playen. Das habe ich vor langer Zeit mal offscreen gezockt. Oh, das ist so ein Psychoterror teilweise, das ist, Game. Ist es auch, und ich kann auch der Uncle Wolf in der Hinsicht verstehen. Als er sagte, eine gewisse Person würde ihn im Schlaf sogar schon verfolgen. Das ist halt random und sie rennt halt einen hinterher und will einen umbringen. Und man muss sich halt verstecken. Mit einer großen Glasscherbe in der Hand. Ja, und vor allem, sie spürt ja keine Schmerzen. Das heißt, du kannst ihr so oft aufs Maul hauen, wie du willst. Es bringt sozusagen gar nichts bei ihr. Aber es macht richtig Spaß. Aber eine ziemlich dramatische Background-Geschichte, muss man auch sagen. Das erinnert mich so ziemlich an die Quanz aus Amnesia. Da kann man sich absolut nicht wehren. Und wenn man denen quasi die Kiste an den Kopf wirft, dann rennt sie sogar noch schneller auf einen zu. Kann man die gar nicht mehr flüchten. Ja, genau. Und der Grund, warum ich Hunting Ground Let's Play ist einfach der, weil Uncle Wolf ein Arschloch war. Aber jetzt nicht in der Hinsicht, dass er fies gewesen ist oder sonst was, sondern einfach, ich habe zu ihm gesagt... Er hat dich getrollt. Er hat mich wirklich getrollt. Ich habe nämlich gedacht, dass er in einem Super Mario Level, dass er das nicht schaffen würde, dieses zu beenden, ohne dabei zu sterben. Oh, ich glaube, ich habe gerade was entdeckt. Okay. Einer von den Stages heißt der Midas. Palast ist Midas. Und da oben an der Decke sind die Buchstaben zu sehen seines Namens. Als Textur. Und ich kann es leider auch nicht. Ich kann es auch nicht sehen, es ist verschwommen leider. Mhm. Ah, ich habe es gerade hier auf meinem. Aber ich kann es sagen, was da oben ist. Da sind die Buchstaben, die halt bei Midas vorzusehen sind. M, I, D und so weiter als Textur. Aha. Da kann man schon an. Was da auf einen zukommt. Das sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Das ist mir nie aufgefallen. Das passiert, wenn man ab und zu mal genauer hinschaut. Ja, das finde ich allgemein geil, wenn quasi die Entwickler etwas rein implantiert haben in ein Game, wo man erstmal bei genauem Hinschauen von den Levels erstmal bemerkt, dass es überhaupt da drin ist. Das finde ich genial. Vielleicht so ein In-Game-Easter Egg quasi. Nicht unbedingt Easter Egg, aber dass man quasi, dass das Level ist, dass sie da so viel Liebe reingesteckt haben. Das finde ich richtig geil. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Die haben zwar manchmal Textur vergessen, aber... Oh mein Gott, das kann passieren bei diesem Zeitalter. Als es rauskam, das war ja schon... Allein, dass es 3D ist, war damals schon richtig schwer. Die haben damals nicht einfach mit so der Software programmiert, die schon in 3D war. Das stimmt. Ich glaub, und da war ich bei Tom. Nach wie vor damals bei dem ersten. Damals bei dem ersten Tomb Raider. Das ist eigentlich eine durchgeknallte Geschichte. Die Brüste von Lara sollten eigentlich gar nicht so aussehen, wie sie jetzt sind. Also so groß und aufgeblasen, ja. Klar. Ja, das war. Laut den Entwicklern war das so, dass die Brüste eigentlich in dem Falle ein interner Fehlercode war, den sie eigentlich gar nicht so geplant hatten. Das heißt, sie haben irgendwas vergessen oder einen Tippfehler oder weiß der Teufel und dann wurden sie plötzlich jetzt immer so groß, wie sie eigentlich sollten. Genau. Das also war der Grund, warum die Brüste von Lara so aussehen, wie sie jetzt halt in der PS1-Version aussehen.
Gut, es ist ja an sich ja nicht so schlimm gewesen. Und ich glaube, für den einen oder anderen Entwickler war es auch nicht so tragisch. Die Entwickler hatten nämlich diesen Fehler bemerkt, haben sich dann aber gedacht, so nach Motto, eigentlich sieht sie ja so noch wesentlich geiler aus mit diesen Dingern. Und haben sich dann gezogen und gedacht, wir lassen das mal so drin. Ich glaube, es dürfte nicht so allzu große Probleme darstellen. Flonk rein. Und der Spieler hat sich dann natürlich umso mehr gefreut. Obwohl ich die heutige Lara Croft wesentlich attraktiver finde als die damalige. Ja, das ist eine High-End-Lara, die ist natürlich Polygon für Polygon bearbeitet. Alles und haut hat total auch, real. Und der hat auch keine Luft oder Implantate drin oder weiß der Teufel Tumore. Besonders, ich weiß ja nicht, wie ihr beide das seht, aber besonders gut fällt. Mein Deutsch war auch schon mal besser. Besonders gut gefallen tut mir ehrlich gesagt Tomb Raider 2013 war das, glaube ich. Gibt's ja auch für Steam. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Da, wo man doch so auf einer Insel stand, wo man quasi so, es war auf dem Schiff, war das auf dem Schiff und dann kam da so ein Sturm. Genau das. Ja, dann ist es tatsächlich der, wo sie, glaube ich, zum allerersten Mal so drin vorkam. Ja. Und ich mir erstmal gedacht habe, wow, geil. Als ich das Spiel zum ersten Mal, ich weiß jetzt nicht mal, bei wem ich das gesehen habe, aber es... Olli. Olli LP war es bei mir. Okay. Ob es jetzt bei mir Gronk war oder so, ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich das auf jeden Fall gesehen. Aber auf jeden Fall, ich habe so ein Stück gesehen und habe so gedacht, geile Scheiße. Das Spiel sieht unglaublich geil aus, Musik extrem genial. Mhm. Und Lara Croft, heilige Scheiße, habe ich gedacht. Und ich kriegte mich gar nicht mehr ein. Das war unglaublich. So noch nie, nee. Die ist ja auch sehr, sehr gut konstruiert worden. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Und auch die Synchronsprecherin, die war auch sehr gut, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ob die genauso aussieht? Ich weiß nicht, wie die hieß, aber das ist eine bekannte Synchronsprecherin. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Vorsicht! Ach, ja, jetzt habe ich zu lange hochgedrückt. Da wurdest du gepiekt. Vor allem... Da wurdest du so ziemlich geblättet. Einfach Kopf hoch. Oh, Stein. Vor allem, sie schwebte gerade im Tod in der Luft. Das ist, Lara kann fliegen? Ja, sie schwebte gerade im Tod in der Luft. Geil. Da haben die Worte I believe I can fly auch eine ganz andere Bedeutung. Ja. Mhm. Also sterben. Oh, das erinnert mich an Mega Man 4. Da war es doch in der Middle Stage, in den Wily Stages, war es doch so mit den aufploppenden Blöcken. Ich war kurz davor und plötzlich glitschig von rechts nach links in die Spikes rein. Aber so richtig, dass ich dann auch noch mich so schön runterfliegen sehe. Toll. Ich glaube, den hast du, oder war das Final, der das mitgekriegt hat? Den lustigen Spikefall? Nein, das war kein Spikefall, sondern da, wo man auch so auch so Invisible Blocks hochgehen muss, die doch immer so erscheinen und wieder wegploppen. Kennst du ja von Mega Man. Da gibt es ja einmal so mit Wasser unten und einmal plötzlich mit Spikes unten. Und bei der Spike Edition bin ich dann quasi so runtergeglitscht. Läuft bei dir. Spike bei mir. Oh, ist wieder, glaube ich, ein Kristall. Ja, und da vorne kommt der zweite Affe. Eigentlich mag ich ja Affen überhaupt nicht. Der Affe macht viel Schaden. Oh Mann, ey, ich krieg diese Scheiße nicht mehr aus dem Kopf, ey. Ich find's aber so geil. Und davon hat auch noch ein Kumpel von Shadow Soul einen Remix gemacht. Oder war es ein Kumpel? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall existiert davon ein Remix. Ja, ich glaube, da gab es mal... Hatte da nicht irgendjemand gesagt, so nach dem Motto,
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, so im ja, das war Sui. Wutausbruch. Und den Sui-Ausraster dann hat er auch gemacht. Oder war es Funk Royal? Nee. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es so einen Remix gab, wo ich mir nicht so gedacht habe, ja, geil. Ja, das war Sui, aber den gibt es leider nicht mehr, den Remix. Sehr schade. Ich wollte gerade sagen, speichern wir jetzt ganz gut. Ja, da kam so eine hässliche Passage. Also manche fallen mit Kugeln sicher am meisten. Da sagst du, da sagt man sich einfach bloß nur doch, oh Stein, mach Cheese. Ich weiß, Atlantis damals saß ich noch eine halbe Stunde an dem Part dran. Das war ja mein erstes Projekt damals. Dass die sich da nicht die Beine bricht, wenn sie da runterspringt. Ja, ich meine, die Höhe ist ja schon extrem. Also ich hätte mir auf jeden Fall mindestens den kleinen Zeh verstaucht. Mindestens. Dann bin ich mein ganzes Becken gebrochen. Naja, Serax, man darf ja aber auch nicht vergessen. Videospiellogik, was ist da bitte logisch? Stimmt. Da ist doch nie irgendwas logisch, außer höchstens die Story. Die nicht einmal. In seltenen Fällen. Naja, also in dem Fall Tomb Raider bei 2013er fand ich war die schon geil. Vorsicht, der Stein. Der ist schon weg. Roll den Stein. Er rollt und rollt. Rolling Stones. So. Ja, was ich eben, bevor ich wieder das mit dem Projekt wieder vergesse, ich komme ja sonst gar nicht mehr hinterher. ja, also auf jeden Fall habe ich vor, wie gesagt, halt Hunting Ground zu zocken. Dank Wolf, der mir ja das angedreht hat. Vielen Dank auch, Wolf, dafür würde ich mich persönlich noch revanchieren. Das schwöre ich dir, Freundchen. ja, dann habe ich auch noch Donkey Kong Country geplant. Allerdings mit einem Gast noch dazu. Und ja, unter anderem aber auch ein Spiel, was ich seit Jahren nicht mehr gezockt habe. Rayman. Rayman, welcher Teil? 1, 2 oder 3? Der allererste. Oh, für die PSX oder Game Boy Advance? Oder für PSX. Die Sega? Also PS2, um genau zu sagen. Nee, nicht PS2. PS1, so. Ah, will er gleich den... PSX ist noch schwerer als Game Boy Advance. Ja, viel Spaß. Du musst der... glaube ich, alle Käfige finden, um überhaupt das durchspielen zu können. Ja, ich kenne das vom Together, nicht wahr, Xerox? Das ist doch recht einfach, Fucky, nicht wahr? Ja, das ist das einfachste Spiel. Ich will's mal so sagen, ich setz auf jeden Fall trotzdem versuchen. Also ich habe selber mal vor, also auch die PSX-Version und ich weiß gar nicht, ob ich die Sega-Version mal zocken möchte. Oder was die Atari Jaguar, weiß ich gar nicht mehr. Zumindest möchte ich hier auch mal so dem Spiel wieder in den Arsch treten. Weil es hat mich ja als Kind sehr gevögelt, bitte. Mit bestimmten Levels. Also jetzt nicht unbedingt das mit den blauen Bergen, sondern nicht mit den Stiften, sondern mit einem ganz besonderen Level mit Fischen und Bällen. Blub, blub. Und diesem Wasser. Rayman kann ja nicht schwimmen. Nur ab dem zweiten Teil. Ja. Wasser, ich erinnere mich. Der Feind des Anfängers im ersten Level. Das wird für mich schon Rage-Mode in dem Falle werden. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß doch, wo ich bei diesem Essen bei Joe, so hieß das Level nämlich, habe ich bei der letzten Passage, als ich es mal offline original auf meiner PSX zockte, habe ich bei 20 Leben, die ich weiß der Teufel, wie lange ich gefarmt habe dafür, habe ich dann verloren und irgendwann mal habe ich die Konsole ausgeschalten und habe das Game 3 Jahre nicht mehr angerührt. Oh, nett. Oh ja, Mama, aber Ding ist hier. Nicht mal Zirax. Eine Space Mama. Ja, genau. Ah, ja, ist ein schöner Gegner. Besonders die zweite Version davon. Sehr toll, mit der Waschmaschine, die einen erstmal erschlägt. Das Vorteil, war Glück. Vorteil von der Game Boy Advance Version ist, dass wenn man stirbt im Kampf, dass die Boss, wenn man ihn ein bisschen
ordentlich Schaden gedrückt hat, dass der nicht mehr ganz so viel Energie hat. Bei der PSX-Version war das anders. Da hat er wieder voll, der Gegner. Oh, das heißt also, ich dürfte richtig Probleme kriegen. Ja, sehr schön, gut. Ja, da kommt doch Freude. Ist das ein Blind-LP von dir? Dann. Also ich sehe, naja, nein, direkt blind, ich habe es leider nicht ganz durchgezockt, sagen wir es mal so. Ich habe es früher auch nicht richtig durchgekriegt, bis Scorps und dann hat's aufgehört. Wo habe ich denn damals aufgehört? Jetzt muss ich kurz überlegen. Scorps war der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Boss. Ich überlege gerade, wo habe ich denn aufgehört damals? Blaue Berge oder war es im Musikland oder war es in den Stiften? Bei den Stiften? Bei den Stiften war ich glaube. Ich glaube, bei den Stiften hatte ich es noch geschafft. Ja, die Stifte sind auch so... Stiftig. Sind zwar gute Levels, aber sie sind richtig mies zum Teil. So stiftig. Zumindest habe ich es da irgendwie geschafft, mehr oder weniger. Aber dann weiter... die Höhlen. weiter kam ich dann nicht mehr. Das... Ich habe sogar alle meine Leben und sogar auch die Continues. Die habe ich auch damals immer. Aber bei uns, bei der Giver Advance LPT, da haben wir da überhaupt noch alle Continues oder haben wir da schon eins verprasselt? Also wir haben noch Continues übrig, falls du das meinst. Ich weiß ja, dass wir noch Continues übrig haben, aber ob wir schon eins verprasselt haben. Eins ja. Stimmt, da war was. Und mal... Nein, ich weiß nur, dass ich in dem Sinne aber auch froh bin. Mein Deutsch war echt schon mal besser. Passiert mir ständig. Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige. Nein, ich bin wenigstens froh, dass ich das überhaupt zeigen kann. Weil, naja, ich sag mal so, nicht jeder Publisher macht das gerne mit. Aber, ja gut, aber die Publisher, die halt oftmals wenig Aufmerksamkeit haben, die machen das dann umso gerne mit. Das ist mir schon aufgefallen. Zum Beispiel Angry Video Game Nerd Adventures habe ich bei LP. Das sind keine Großpublisher. Zumindest waren sie es zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe bis heute noch keine einzige Anmerkung auf irgendwelche Musik oder sonst was da gehört. Naja, also ich habe hier Ubisoft angeschrieben. Kürzlich. Okay. Und hatte, ja, mache ich, wenn es darum geht, dann frage ich immer vorher nach, bevor ich überhaupt Spiele zeige. Ich mache das nie. Ich schon, allein aus großem Respekt. Aber egal. Ich habe das auf jeden Fall gemacht, habe die dann nachgefragt und habe so gesagt, so, kann ich Rayman in dem Sinne zeigen oder gibt es da irgendwelche rechtliche Probleme etc. Bis ich dann einen Bericht bekam, eine E-Mail von dem bekam, so, wo drin steht so nach dem Motto, wenn ich deren Richtlinien befolge, kann ich sogar alle Spiele von denen zeigen, wenn ich will. Das heißt, du darfst halt das Spiel nicht beleidigen oder halt schlecht darstellen lassen. Na, beleidigen denke ich mal schon ein bisschen, also sprich so wie, dass mir zum Beispiel Sprünge nicht gefallen haben oder die Story oder was heißt. Aber so allgemein jetzt das Spiel als schlecht zu bezeichnen, das darf man noch nicht, das weiß ich nicht. Nein, das darf man nicht, man darf keine sexuellen Sachen reinbringen oder sonstiges. Wie? Genau. Xerax? Ich sag's. Nö, ich doch nicht. Ich doch niemals. Hey, Mega wird es kein Maso-Roboter. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Oh Mann, ey, nee. Nein, auf jeden Fall, so wie Rassismus oder sonst was, da darf ich nicht reinbringen oder sonst was. Also, aber ich kann dann wirklich praktisch alle Spiele zeigen, die ich will. Warum habe ich Rayman Penis nass genannt? Und da hab dann so gesagt, so nochmal, ja gut, okay. Gut. Ja, habe ich damit die Zusage, habe sozusagen die Lizenz, dass es gibt. Achso, ist das mit den sexuellen Inhalten so gemeint, dass du quasi keine Brüste reinpacken darfst und dann neben das Spiel und dann weiß der Teufel oder sexuelle Handlungen mit der... Genau. Achso, und dann da geht ja diese verbale Sache noch halbwegs. Also verbal ist in dem Sinne in Ordnung. Es geht nur darum halt so nach dem Motto, dass ich halt so wie keine Titten zeigen darf oder was weiß ich was. Hat bei, gibt's im Rayman Titten? Lass mich mal kurz überlegen. Nö,
Nicht, dass ich das ja auch nicht wüsste. Den bin ich auch gewundert, aber ich glaube, wenn man zusätzlich den einfügt, dann ist das nicht so toll. Nee, das ist nicht gut. Also, ja, aber das mag auch YouTube nicht, ne? Deswegen, warum sollte man das auch machen? Deswegen ist das alles voll und ganz legitim, obwohl, wer hat was gegen Titten? Naja, YouTube sieht das halt, wie gesagt, nicht gerne und, das ist irgendwo schon scheiße in gewisser Weise. Ja, vor allem, wenn man das dann macht. Ja, aber generell Zensierung finde ich für den Arsch in gewisser Weise. Mhm. Also, es gibt zum Beispiel, ich habe auch mal Far Cry 3 Let's Played, ist aber zurzeit pausiert. Du hast es Let's Played? Ja, ich hab's Let's Played. Ich hab's auch Let's Played, aber ich hab's komplett durch. Und ist es ein Blind LP bei dir? Bei mir, ja, zum Großteil blind. Also ein bisschen kenne ich von dem Spiel, aber jetzt halt nicht alles, dass ich jetzt der sagen Proton. Würde, ich bin da jetzt. Ne? So in etwa. Bist du schon auf der zweiten Insel oder? Ich glaube, ich bin auf der zweiten Insel angekommen, aber stecke im Moment zu dem fest, wo. Das ist aber jetzt ein privater Spielstand. Wo ich mich als Soldat da irgendwie kleiden soll. Ah ja, ich kenne die Mission. Da musstest du solche Typen. Welche Mission war denn das nochmal? Ist auch schon länger her bei mir. Ich weiß jetzt nicht die Mission. Ich weiß nur lediglich, dass ich jemanden aus dem Weg räumen soll. Mhm. Deren Kleidung mir schnappen soll. Ah, stimmt. Da war so ein Loch, da musste man runter. Irgendwie runterschleichen. Ich bin zu Beginn da runtergesprungen und habe mich dann gewundert, mich hat doch niemand gesehen. Es hieß doch, ich soll da nicht runterschwimmen. Ich hab's doch gemacht. Ja, das ist nämlich so, dass das Problem ist nämlich, bei der Scheiße darfst du weder Waffen benutzen, noch darfst du rennen, noch darfst du sonst irgendetwas in der Art. Ja, aber man kann bei einer bestimmten Stelle runterspringen, nur das Rauskommen wird scheiße und vor allem wird dann nichts getriggert von der Mission. Weil du musst ja diese Punkte, die ja markiert sind, musst du dann quasi durchqueren. Das heißt, man darf da nicht runterspringen, deswegen war das auch für den Arsch, was ich gemacht habe. Ja, ich hab ja die Steam-Version, also von daher. Ich auch, eine Steam-Version. Steam hat mich auf Uplay geschickt. Ja, stimmt. Aber ich hab's mir halt damals gegönnt und hab so gedacht, ja gut, okay, versuch's das mal zu erpähen. Hab natürlich aber auch Ubisoft vorher angeschrieben. Sicher. Ich hab's nicht, aber ich hab auch nicht gesagt, dass das Spiel schlecht ist. Sondern im Gegenteil, ich war sehr. Ah, wunderbar. Aber ich war halt positiv überrascht, weil ich habe davor einen anderen Teil von Far Cry gezockt. Okay. Wo ich zugegebenerweise da etwas bemängelt habe, berechtlich, weil kein Boss kam. So, um die Conversation am Ende kurz zu unterbrechen, da wir gerade schon bei 23 Minuten sind, würde ich sagen, im Palast des Midas, wo wir uns gerade befinden, machen wir im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.